Und hiermit öffne ich das letzte Türchen im Adventskalender. Ich hatte ja gefragt, zu welchen Themen wollt ihr von mir was hören? Da gab es eine ganze Reihe von Zuschriften, ein paar habe ich schon abgearbeitet. Ein paar will ich hier nochmal ganz kurz ansprechen. Zum ersten das Thema autonomes Fahren. Auch bitte nicht. Lass mir noch ein bisschen mehr lernen. Im Moment ist meine Meinung so entschieden, die möchte ich hier nicht kundtun, da kriege ich nur Theater. Das zweite, eins, was mir wirklich am Herzen liegt, Motorradfahren. Gerne, aber schaut doch mal raus. Gut, wir haben jetzt derzeit Dezember, der noch nicht so kalt ist, aber lasst doch bitte Frühling werden. Dann spreche ich nur zu gerne über das Motorradfahren. Ich habe selber zwei, also hoffe da ein bisschen was Interessantes zu sagen zu können. Denn es kommt ja auch immer darauf an, dass das ein bisschen Meinungen sind, die polarisieren, finde ich. Eins, was hier als Anregung kam und wirklich auch polarisiert ist, die Zuverlässigkeit von Autos. Ich habe ein neues Wort lernen dürfen, Obsoleszenz. Das heißt, eine eingebaute Unzuverlässigkeit. Irgendein Teil, das zu einer bestimmten Zeit kaputt gehen soll. So eine Art technische Sollbruchstelle. Und dann patsch, ist der Wagen kaputt. Tja, wichtige Frage von Pyrohart. Waren Autos früher viel robuster und wie langlebig sind heutige Autos? Ich habe mit großer Freude Dauertest bei Autobild geschrieben. Weil wir auch... Man darf sich auch mal selber loben, nicht mich, sondern Autobild. Weil wir zu den wenigen gehören, die Autos 100.000 oder 200.000 Kilometer fahren und die dann komplett zerlegen, vermessen und dokumentieren, was ist kaputt gegangen. Da gibt es über die Jahre auch eine ganze Menge an Schatz, der sich angesammelt hat. Und die Frage, waren Autos früher robuster? Tja, die Antwort ist leider schwarz-weiß. Sie waren früher nicht unbedingt robuster, sie waren nur sehr viel einfacher. Denn erinnern wir uns auch gerne zum Beispiel an den Rost bei Mercedes. Selbst bei modernen Mercedes, Vier-Augen-Mercedes, die E-Klasse von 94, glaube ich, ging es los. Plötzlich war da Rost dran. Mazda, hatten wir Rost? Die Rückkehr der braunen Pest. Genau das, was früher Autos zerstört hat, kehrte wieder zurück. Wollte man nicht haben. Dafür sind Autos heute sehr viel komplexer. Die Technik hat zugenommen. Es sind zahlreiche neue Systeme dran. Elektronik, Turbos, Getriebe, zahlreiche elektrische Helfer, die alle kaputt gehen können. Tja, sind die robuster? In vielen Fällen ja. Wir erleben nämlich, dass heute Autos tatsächlich mit null Fehlern über 100.000 Kilometer kommen. Sie wirken vielleicht nicht unbedingt so, weil es viel mehr Fehlerquellen gibt. Das ganze Auto ist gut, aber Navi fällt aus. Ärgert uns zu Tode. Ein Fensterheber geht nicht hoch. Schrecklich. Tja, aber früher gab es keine Fensterheber. Und nun komme ich zu einem entscheidenden Punkt. Wo ist denn die Schnittstelle zwischen den Autos, die früher, nehmen wir mal die hochgelobten 123er Mercedes, übrigens auch teilweise gefährlich anfällige, naja, bitte, Verzeihung, nicht gefährlich im Sinne von fahrzeuggefährlich, aber was die Zuverlässigkeit angeht, anfällige Autos. Alte Mercedes-Freunde können eine ganze Menge darüber erzählen. Wenn wir also diese Autos mal sehen und die in ihrer steinhaften Robustheit sehen und dann die heutigen filigranen, hochgezüchteten Elektrokisten, dann behaupte ich mal, das Zuverlässigste, was ich in 20, 25 Jahren Autojournalismus erlebt habe, waren die Autos Ende der 90er Jahre. Diese granitfesten Audi ab 95, als noch nicht so viel Elektronik drin war, aber schon eine Festigkeit eingezogen war, dass ich glaube, die fahren in 30 Jahren noch. Wobei ich das nicht unbedingt von Autos glauben würde, die heute mit zahlreicher Elektronik auf den Markt kommen. Vielleicht über eines Tages bei denen mal Elektronik wieder rausrüsten. Navis, die kaputt gehen. Irgendwelche CAN-Bus-Systeme, die nicht mehr funktionieren. Zurückrüsten wird man sie nicht können. Die Alten haben sie es gar nicht. Immer wieder ein großes Thema, lasst doch möglichst viel Elektronik raus aus dem Auto. Aber nein, wir kriegen ständig diese hochgerüsteten Christbäume. Simple Autos, habe ich schon dreimal erzählt. Das wäre eine Lösung. Und deshalb, die geilsten Youngtimer, werden wir alles lesen in Autobild Classic, sind die Ende der 90er Jahre. Mögen wir uns jetzt noch gar nicht ansehen. So ein Audi TT? Gut, der hat schon ein gewisses Klassikerpotenzial. Vielleicht auch ein Mercedes SLK, die ersten Roadster, die rauskamen. Aber auch die Limousinen oder die Kombis von damals werden nochmal echte Schätzchen werden, wenn sie es nicht heute schon sind, weil die eben am wenigsten kaputt gehen.